E-W-I-N-E-S-I-D-E-S. Liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craftatic. Heute Abend um 19.30 Uhr gibt es wieder einen schmackotastischen Livestream, meine Freunde. Also ich kann euch nur empfehlen, heute Abend wieder am Start zu sein, denn wir werden heute Abend einiges abstimmen. Unter anderem werden wir jetzt eventuell heute Abend vielleicht schon beginnen, die Rebellion zu gründen. Es ist noch nicht safe, Leute. Wir müssen auf jeden Fall nochmal schauen. Wir werden auf jeden Fall einiges an der Yacht weiterbauen. Ebenso möchte ich hier nochmal hinweisen, Leute, dass es im revelstore.de gerade eine wunderbare Autogrammkartenaktion gibt und ihr gerade die Möglichkeit habt, eine handsignierte Autogrammkarte von mir zu erhalten, meine Freunde. Und wenn ihr bis zum 24.12. bestellt, habt ihr die Möglichkeit, mich persönlich in Köln zu treffen. Ich werde euch einladen, einfliegen, mit dem Jetski rüber schiffen, wie auch immer, Leute. Also, kauft euch jetzt euren Merch, dann könnt ihr eventuell einen wunderschönen Tag mit mir in Köln verbringen und ihr kriegt auf jeden Fall eine Autogrammkarte safe dabei. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin und tun das, was ich heute tun wollte, denn ich möchte heute hingehen, meine Freunde, und diesen ganzen Zwist mit denen endlich mal beiseite legen, Leute. Ich werde heute, auch wenn jetzt viele sagen werden, Revi, das hast du überhaupt nicht nötig, warum kriegst du Dena so in den Arsch, Leute? Ich möchte einfach überhaupt keinen Ärger mehr mit diesem Boy haben und ich will meinen verdammten Bogen wieder haben. Ich werde Dena heute ein Geschenk machen, Leute, was er einfach nicht ablehnen kann. Ich habe mir ein paar Sachen zusammengesucht. Das sind jetzt nicht die besten Sachen, aber meiner Meinung nach ist es trotzdem noch relativ wertvoll und ich glaube, dass Felix dafür auf jeden Fall Verwendung finden wird. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal hin und craften die 17 TNT, die ich ihm tatsächlich irgendwie noch schulde, Leute. Ich habe auf jeden Fall ordentlich Gunpowder gefarmt. Das sind schon mal 16 TNT hier oder insgesamt sollten das 9 oder sowas oder 10 TNT werden das hier auf jeden Fall. Das sollte auf jeden Fall erstmal ausreichen. Dann nehmen wir noch ein paar aus meinem Lager und dann haut das auf jeden Fall schon mal hin. Dann ist Felix besänftigt, ich habe meine Ruhe und wir können endlich in Frieden zusammen weiterspielen. Das ist nämlich genau das, was ich hier möchte. Ja, Leute, schaut mal hier, 14 TNT. Dann nehmen wir uns hiervon nochmal 3 Stück. Bam, bam, bam. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal diesen Part hinter uns. So, Leute, dann habe ich mir noch überlegt, dass ich auf jeden Fall hingehen werde und Dena diese wunderschöne Rüstung hier geben werde. Protection 4, Unbreaking 3 Helm. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist gar nicht so verkehrt. Blast Protection gibt es hier noch auf die Schuhe. Gut, ich habe hier noch ganz viele andere Sachen, die deutlich, deutlich stärker sind. Aber die werde ich natürlich ihm nicht geben, weil das sind meine Sachen, Leute. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er auf jeden Fall mit den Sachen schon mal arbeiten kann. Jetzt haben wir hier noch eine Hose mit Protection 4, Unbreaking 3. Ich würde sagen, Leute, die packen wir nochmal mit dazu. Dann sollte Felix eigentlich echt besänftigt sein. Ich hoffe es zumindest, Leute. Wie gesagt, es geht mir da jetzt auch einfach nur darum, Felix ein Zeichen zu setzen, Felix ein Zeichen zu geben. Digga, ich möchte jetzt hier mit dir wirklich keinen Stress mehr haben. Ich will diese ganze Sache hinter mir lassen und ich will vor allen Dingen hingehen, Felix, und ein für alle Male geklärt haben, dass wir beide jetzt wieder cool miteinander sind und ich möchte meinen verdammten Bogen wieder. Ich meine, klar, der Bogen ist ganz gut, Leute, aber ich hätte, wie gesagt, gerne meinen Bogen und meine Pickaxe zurück. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel an dieser Stelle und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal rüber zu gehen zu ihm und ihm die Sachen zu übergeben. Ich weiß nicht, ob er überhaupt in den nächsten Tagen auf den Server kommt. Gerade ist er nicht da, keine Ahnung, Leute, aber das werden wir dann sehen. Ihr könnt ihm auf jeden Fall alle mal in die Kommentare spammen, dass ich ihm ein nettes Geschenk dagelassen habe und er sich auf jeden Fall schnellstmöglich einloggen soll, weil das Geschenk sonst von irgendjemandem geklaut wird, was natürlich irgendwo ein bisschen schade wäre, ne? So, passt mal auf. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hin und mache diesen wunderbaren Armor-Stand, den ich dazu erstellen möchte. Da habe ich mir überlegt, mache ich vielleicht sogar noch ein Buch, was ich Felix schreibe? Ich weiß noch gar nicht genau. Keine Ahnung, muss ich mir noch genau überlegen. Warte mal, wie ging das nochmal? Ging das so? Perfekt, da haben wir schon mal den Armor-Stand. So, dann muss ich mal gucken. Hier haben wir nochmal ein Buch. Dann brauche ich nochmal eine Feder, Leute. Wo haben wir eine Feder? Da haben wir eine Feder. Das ist auch schon mal ganz gut. Dann schreibe ich Felix, wie gesagt, nochmal ein wunderschönes kleines Buch dazu, Leute, damit Felix auf jeden Fall weiß, von wem das Ganze ist. Ich signiere das natürlich auch handhändlich. Und somit ist es dann, glaube ich, unverkennbar, dass dieses wunderbare Geschenk von mir kommt und Felix dann sich auf jeden Fall endlich besänftigen soll und auf meine Seite stellen soll, Leute. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will nicht mehr, ich will vor allen Dingen einfach meine Sachen wieder haben und ich möchte nicht in der ständigen Angst leben, dass dieser Geisteskranke irgendwann rüberkommt und mein Haus sprengt. Heute Abend werden wir auf jeden Fall noch Großteile der Yacht weiterbauen, meine Freunde. Also seid auf jeden Fall gespannt und wir werden, wie gesagt, heute Abend entscheiden, ob wir eventuell die Revolution schon gründen oder noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall schauen. Wir werden auf jeden Fall heute Abend auf Scouting-Tour gehen und auf jeden Fall schon die neue Insel abstecken. Die Ergebnisse der Abstimmungen waren relativ durchwachsen, aber größtenteils seid ihr tatsächlich dafür, meine Freunde, was mich auf jeden Fall sehr freut. Ich finde es immer cool, dass ihr offen seid für neue Sachen, wie zum Beispiel die Revolution jetzt an sich. Und ich finde es echt nice, dass ihr quasi so ein bisschen, dass wir alle so ein bisschen nostalgisch werden, wenn das Wort Revolution und Rebellion online kommt. Dass wir quasi alle sagen, ah Leute, das war so eine schöne Zeit damals bei Craftatic, das müssen wir eigentlich normal machen. So, jetzt crafte ich mir mal ganz kurz hier mein Buch zusammen, meine Freunde. Und dann sind wir auch quasi fast schon so weit. Wir können rüber zu Felix gehen und ihm die Sachen geben. Ich habe ihm ja auch genügend Dias und so weiter gegeben. Also ich glaube, daran sollte es eigentlich nicht mangeln. Den Stärketrank und sowas gebe ich ihm nicht. Da macht er nur Blödsinn mit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber, Leute, und dann bauen wir einfach in der Yacht weiter. Ich glaube, dass dieses Geschenk auf jeden Fall dafür sorgen sollte, dass Felix und ich endlich miteinander können und nicht mehr gegeneinander sind, meine Freunde. Und dass Felix diesen ganzen Zwist, den wir hatten, diese ganze Streitigkeit endlich mal vergisst. Ihr seht hier unten schon die Einblendung, meine Freunde. Hier quasi da unten. Es ist bald soweit. In 16 Tagen findet der 24-Stunden-Charity-Livestream im UFO statt, meine Freunde. Ich möchte hier jetzt schon mal dafür ordentlich die Werbetrommel rühren. Seid auf jeden Fall am 30.12. dabei. Bringt alle am besten echt, wenn ihr könnt, 10 oder 15 Euro mit. Wenn ihr sie nicht habt, ist auch nicht schlimm, Leute. Bringt einfach mit, was ihr geben könnt. Es ist alles für einen guten Zweck. Wir möchten auf jeden Fall gemeinsam was Gutes bewirken. Und ich möchte auf jeden Fall diesmal gemeinsam mit euch die Spenden
Spendensumme von, ja, keine Ahnung, 50.000 Euro. Das wäre krankhaft geil für das Projekt, was wir unterstützen möchten. Das ist immer noch das Projekt Tangeni Shilongo in Namibia, meine Freunde. Welches von einem guten Freund von mir, vom Volkan, geführt wird. Ich war ja selber im Sommer da. Ihr habt wahrscheinlich die Vlogs gesehen. Falls nicht, seht ihr hier oben nochmal eine Verlinkung davon. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und ja, wie gesagt, also bringt auf jeden Fall ordentlich Kohle mit. Bringt auf jeden Fall Zeit mit, Leute. Unterstützt uns mit Reichweite, unterstützt uns durch Retweets und so weiter und so fort. Ich möchte, dass dieser Stream am 30.12. auf jeden Fall der krasseste Charity-Livestream überhaupt wird, den wir jemals gemeinsam gemacht haben. So, Leute, ich würde sagen, ich stelle das einfach mal ganz kurz hier hin. Wir packen die 17 TNT hier rein. Wir legen das Buch gleich dazu und ich stelle jetzt hier direkt noch einen Armor-Stand dazu, meine Freunde, mit dieser wunderbaren Rüstung. Ihr schreibt auf jeden Fall alle auch Dena in die Kommentare, dass er sich dann schnellstmöglich dazu entscheiden sollte, auf den Server zu kommen, damit er sich die Sachen hier abholen kann. Und dann sollte das Ganze eigentlich endlich mal hinter uns sein. Lieber Felix, nun herrscht Frieden. Ich möchte meine Sachen nun wieder. Ein Geschenk deines guten Freundes Windzeit. So, pass mal auf, dann würde ich sagen, schreibe noch ganz kurz das Buch dazu. Ich schreibe: Lieber Felix, mit dieser Rüstung, den Emeralds, den Diamanten und nun den restlichen 17 TNT sollten wir nun endlich quitt und verbündet sein. Bitte übergib mir in deiner unendlichen Güte meine mir noch fehlenden Items zum Tausch gegen diese Güter und Geschenke. Ab nun sind wir ein Team. Liebe Grüße, dein Freund Revi. So, Leute, bam. Und jetzt zahlen wir das dann noch für den von Revi. So, Leute, bam. Okay, wenn er dieses Buch auf jeden Fall liest, Leute, sollte ihm auf jeden Fall bewusst werden, dass ich es ernst meine. Ich hoffe mal, hier kann auch eigentlich keiner eine TNT-Falle drunter packen. Es würde auf jeden Fall auffallen, dass es nicht mal eine Trap-Chest ist. Gut, das würde jetzt in dem Fall nicht auffallen, weil... Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer hingeht, Leute, und hier sich zwischendrängt. Falls doch, wie gesagt, habe ich damit nichts zu tun. Ich möchte nur, dass Felix, wie gesagt, diese Geschenke von mir anerkennt und mir meine Sachen wiedergibt, dass ich einfach hingehen kann und nicht mehr in der Angst leben muss, dass dieser Verrückte irgendwas von mir zerstört. Ja, meine Freunde, ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend auf den Stream, denn wie gesagt, heute Abend wird eine große Entscheidung getroffen, Leute. Wir sind ja noch immer am Überlegen, werden wir die Revolution gemeinsam gründen oder nicht? Das ist natürlich eine Sache, die es jetzt erstmal heute Abend zu diskutieren gilt. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall sehen, was bei der großen Befragung quasi der ganzen Utopianer herumkommt. Wir werden Mo befragen, wir werden Unge befragen, wenn er heute Abend da ist. Und dann werden wir schauen, ob wir uns heute Abend eventuell schon aufmachen, die neue Insel zumindest schon mal so ein bisschen abzustecken, schon mal ein bisschen Terraforming machen zu lassen und so weiter und so fort, Leute. Das wird auf jeden Fall alles passieren. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig geisteskrank auf die Revolution, Leute. Und ich habe auf jeden Fall echt richtig krass Bock drauf. Das sind einfach Nostalgiegefühle vom letzten Jahr, die hier gerade hochkommen, Leute. Ich freue mich wieder, Fallen zu bauen und so weiter und so fort. Und ich meine, gut, Leute, wenn wir ehrlich sind, sind wir mit den Häusern ja auch, wie gesagt, so gut wie fast fertig. Die Yacht muss natürlich noch fertig gebaut werden, die Batcave und die Farmen und so weiter und so fort. Aber wer sagt denn, Leute, dass wir das nicht alles noch schaffen können? Craft Attack ist ein Projekt, was immer weiterläuft. Und wenn ich noch Projekte habe, dann werde ich diese auf jeden Fall noch angehen. So, Kinder, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rüber zur Yacht. Ich mache mir noch mal ein paar Gedanken zur Yacht, wie ich die weiterbauen möchte. Denn ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das Ganze gestalten will. Ich weiß wirklich noch nicht, wie ich die nächste Etage der Yacht machen möchte. Ich glaube, ich habe jetzt hier erstmal genug Dark Oakwood. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal andeuten, wie ich das machen möchte. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Freund dieser Angelegenheit seid oder ihr sagt, hey, Rede, das sieht total kacke aus, macht das BD anders. Passt mal auf, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rein hier, jumpen mal direkt ins Boot hier hinein. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Boot schon richtig, richtig gut, Leute. Und ich mag es einfach, dass es so clean aussieht. Dass es so, ja, es erweckt einfach den Anschein eines kompletten Dings. Wisst ihr, was ich meine? Es wirkt einfach so, als hätte sich hier jemand hingesetzt und sich wirklich bewusst Gedanken gemacht, wie baue ich jetzt ein schönes Boot, Leute. Und genau das ist nämlich hier passiert. Ich habe mir jetzt überlegt, Leute, dass wir hier auf jeden Fall weiter nach oben gehen, denn wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auf jeden Fall noch irgendwie eine nächste Etage draufgezimmert bekommen. Die müsste dann spätestens in dieser Höhe hier liegen, ungefähr so, Leute. Das sollte auf jeden Fall auch schon reichen. Und dann können wir nämlich jetzt hier quasi schon hingehen und die nächste Etage quasi drauf machen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ist das hier eigentlich gar nicht notwendig, so hoch zu gehen, weil wir ja da drunter ja eigentlich nochmal ein wenig nach unten gehen. Passt mal auf, vielleicht gehen wir einfach hin, Leute, und ziehen die Etage einfach nur so hoch ein, dass wir sie so machen. Dann können wir nämlich hier die Räume so behalten, können das Ganze so machen. Wisst ihr was, Leute? Passt mal auf. Ich würde sagen, was haltet ihr davon, wenn wir es so machen? Schaut mal hier. Dann können wir nämlich hier unter die Räume nochmal eine Etage höher machen und haben eine viel, viel schönere Höhe in den Zimmern an sich, Leute. Was sicherlich nochmal einen ganz anderen Anschein erwirkt, weil die Zimmer jetzt mit dieser komischen Deckenhöhe relativ beengend wirken können. Und wenn ich ehrlich bin, Leute, schaut mal her. Wenn wir das nämlich jetzt so machen, wenn wir nämlich jetzt schon mal die Höhe so gestalten, dann ist das schon was ganz, ganz anderes, als wenn wir nur zweieinhalb oder zwei Blöcke haben, Leute. Vor allen Dingen schneiden wir dann die Fenster nicht ab, was mir deutlich
deutlich besser gefällt und wir nehmen trotzdem oben nicht zu viel Platz weg. Meiner Meinung nach auf jeden Fall optimale Lösung hier. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. So, dann haben wir nämlich diese Höhe hier anstatt dieser Höhe, die wir vorher haben. Ich meine, schaut euch das mal an. Der Vergleich ist schon immens. Dieser halbe Block macht echt schon eine Menge aus und sieht einfach irgendwie viel, viel sauberer aus, Leute. Hier in die Ecke können wir dann, wie gesagt, noch ein paar schöne Sachen hinpacken. Ich weiß auch noch gar nicht, vielleicht machen wir die Ecke auch wirklich hier durchgehend. Das weiß ich noch gar nicht. Oder machen die Treppe hier einfach nur hin, anstatt hier. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht bauen wir hier nochmal ein wenig was um. Das können wir ja auf jeden Fall noch machen. Und dann wäre jetzt quasi hier oben schon die nächste Etage drauf, meine Freunde, für die ganze Yacht. Ich habe mir allerdings überlegt, Leute, dass ich dann hier oben drauf eigentlich erstmal wieder eine kleine Terrasse machen möchte. Sprich, ich werde hingehen, Leute, und das Ganze erstmal so designen. Das Ganze wird so verzahnt hier, Leute. Dann haben wir nämlich hier oben quasi das Ganze ein wenig anders gestaltet. Dann werde ich nämlich Folgendes machen. Dann mache ich nämlich das hier wieder eins nach unten. Dann haben wir nämlich hier quasi einmal eine ganz andere Etagenplanung. Pass mal auf, dann können wir nämlich hingehen, Leute, und das Ganze so gestalten, dass wir nämlich hier jetzt das Ganze wieder als Reling nutzen, diesen weißen Block. Als Reling quasi dafür nutzen, für die eigentlichen Eingangsbereiche der Terrassenetage. Dann haben wir nämlich hier quasi wieder eine kleine Terrasse, meine Freunde, auf der dann nämlich auch der wunderschöne Pool hinpasst. Das passt ja super, Leute. Das ist ja hier absoluter Knaller hier, wie ich das hier geplant habe. Ja, Leute, ich würde sagen, ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Ebenenplanung haltet. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich finde, es sieht immer noch extrem dope aus, wenn wir es auch eins niedriger machen hier vorne, Leute. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich euch heute Abend um 19.30 Uhr im Livestream treffe, meine Freunde. Denn wie gesagt, heute Abend werden große Entscheidungen getroffen und das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Schaut auf jeden Fall beim Revelstore vorbei, meine Freunde. Die Autogrammkartenaktion läuft weiterhin. Ich würde mich sehr freuen, euch heute Abend um 19.30 Uhr im Livestream zu sehen. Das war's von dieser wunderschönen Folge. Schreibt Dena definitiv in die Kommentare, dass er in sein Haus schauen soll und mein Geschenk abholen soll. Und ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von CraftTech, meine Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.